So, liebe Leute, da sind wir wieder zurück nach dem kleinen Desaster vom vor kurzem. Ich habe es hingekriegt. Ich habe die Kreuzung weggekriegt. Mit einem Tipp aus dem Forum bzw. Discord. Und zwar zeige ich euch mal, was ich gemacht habe. Wenn das hier so die Kreuzung war, bin ich einfach mit dem Abreißtool hergegangen und habe auf dem äußersten Punkt, wenn jetzt hier die Plattform ist, zigtausendmal auf Löschen klickt, bis dann irgendwann mal weggegangen ist. Das war ein richtiger Pain. Ich hatte echt Angst gehabt, dass ich das nicht mehr wegkriege und ich das neu machen durfte, die Strecke. Gut, ich habe es hinten soweit kurz fertig gebaut, dass wir damit einen Zug reinfahren können. Und ich habe hier unsere Nummer 4 vorbereitet, die ist heiß. Mit der machen wir eine Testfahrt und wenn die funktioniert, dann holen wir uns hier die Wagen und werden die da entladen. Also, hier haben wir drauf, alles heiß. Und dann fahren wir mal. Ah, warte mal, ich glaube... Ne, ist nicht angelegt. Los geht's. Perfekt, klingt so geil. War das schon maximal draußen? Ja. Die Weichen sollten auch richtig sein. Und wenn wir das dann hier entladen haben, dann glaube ich, werden wir nochmal mit Roheisen fahren und wir müssen hier die Kohlewagen und die Lok Nummer 3 noch abschleppen. Die möchte ich nicht hier unten haben. Irgendwann mache ich mal das hier neu. Also zum zweiten Mal dann. Ich werde da gleich mal mit Fullspeed fahren. Also das würde ich dann auch später machen. Mal schauen, ob uns da raushaut. Gerade fahren. Weiß es, wie es ist. So, und ab auf die neue Strecke. Ja, die Kurven sind auch so leicht mit den 6 Grad. Kurz zu geraden, also da sollst du eigentlich nichts haben. Naja, fast perfekt, wie ich es da hingelegt habe, aber... Sonst gar nichts. Könnte ich mal nochmal begradigen, wenn mal langweilig ist. Aber das tut schon so. Das sollte mir eigentlich bei langen Zügen echt ein bisschen beißen. Aber hier wird es sich anbieten, so eine Art Güterumschlag zu machen. Auf der Gerade. Also wenn es uns jetzt hier nicht raushaut, dann wäre es das erste Mal, dass ich eine neue Strecke baue, wo es uns nicht raushaut. Klasse, die und die Eureka, die werden da hier ihre Hauptarbeiten machen. Also ach, die Eureka, glaube ich, kann dann sicher so die 20, 25 Wagen herziehen. Es geht ja nicht wirklich rauf oder runter. Aber die Bergstrecke, glaube ich, wird was für die Heißler werden. Von ab und zu die Class 70. Wir könnten uns eigentlich noch die andere Dampflok holen. Da waren wir fast komplett mit allen Loks. Geld hätten wir genügend.
Das könnte man eigentlich noch tun. Naja, so weit, so gut. Wir überlegen, ob wir heute noch die Kurve oben ausbessern. Von der zweiten zur dritten Bergstrecke. Ich glaube, ich habe wirklich gut gebaut. Wobei, man kann immer noch in die andere Richtung entgleisen. Das geht auch. Okay, da waren wir schon da. Ich habe hier noch einen Ausweichgleis gemacht. Wird vermutlich nicht so bleiben. Jetzt haben wir nur mit der Lok hier mal durchfahren. Da können wir uns auch die Clearance hier mal anschauen. Ja, zum Entladen, glaube ich, sollte das gehen, aber das werden wir dann gleich sehen. Ist okay. Ist die Weiche da richtig? Ja. Okay, die Kohle kommt hier zuerst dran. Eventuell müssen wir die ganze Komposition erstmal drehen. Okay, bis hierhin kann ich auch fahren. Okay, dann hat es funktioniert. Dann fahren wir zurück und holen uns mal die ganzen Wagen, damit wir sie hier mal entladen können. Weil ich vielleicht noch ein zweites oder drittes Ausweichgleis machen und die andere Seite müssen wir ja auch noch anschließen. Beziehungsweise eventuell machen wir dann hier entweder nach rechts rum oder nach links rum noch eine Schleife, damit wir automatisch wenden können zum Durchfahren. So muss bei den anderen Stellen auch gemacht haben. Aber so kann ich jetzt halt nur zurückfahren. Und die Drehscheibe kostet Zeit. Kommt es guter Dinge, dass es so klappt. Muss man mal überlegen, wie wir den Zugverband drehen. Ich glaube, da werden wir das Gleisdreieck nutzen. Da fahren wir zuerst Richtung Baumfäller und ja, doch, ich habe schon im Kopf, wie wir es machen. Mal hier dann umsetzen. Und die Climax müssen wir dann, das Roheisen wieder auffüllen, irgendwie mitnehmen zum Schleppen. Von Kohlemine noch darunter. Ob wir das realistisch bauen können. Das könnte ich noch austauschen mit dem Stein dann hier. Das werde ich vermutlich machen. Aber das mache ich vermutlich nicht im Stream. Das werde ich noch ein bisschen so für mich machen. Ein bisschen schön warm machen. Bin auch gespannt, ob es dann hier, wenn ich das Spiel wieder später mal lade,
auch die Bäume wieder wie es war, direkt bei der Strecke. Schnellere Lokomotive wäre noch ganz nice, gerade für solche Strecken. Ganz anderes Thema. Kocht ihr eigentlich gerne? Wenn ja, was? Also ich für mich tue schon sehr gern kochen, aber wenn, dann nur am Wochenende, weil ich einfach die Zeit habe. Unter der Woche, nee, da muss schnell gehen. Allerwenigstens Frühstück und am Abend wird was zusammengewürscheltes, aber nicht groß kochen. Schon sexy da mit 6 Grad. Ich wünschte, es gäbe noch andere Weichenarten. Eigentlich hätte man auch hier so fahren können. Das wäre vielleicht gar nicht mal so blöd gewesen. So, jetzt sind wir gleich wieder da. Müssen wir nochmal schauen, dass die Weichen richtig sind. Und dann werden wir den ganzen Verband einmal drehen. Ja, dann werden wir hier so rausfahren und dann da wieder rein. Und dann die Lok auf die andere Seite. Warte mal, jetzt muss ich mir überlegen. Es geht gar nicht auf. Die Lok dreht sich ja mit, wenn wir hier so rauffahren und dann zurück und dann. Ne, es geht gar nicht auf. Gut, dann müssen wir das Ausweichgleis nutzen. Oh, Moment. Ich. Oh, geht sich gerade noch aus. So. Ist es vorbereitet? Moment, ich muss mal ganz kurz räuspern. So. Ist es weg? Ja, endlich. Das war ziemlicher Pain, aber ist jetzt endlich weg. Jetzt fahren wir mit dem ersten Güterzug da runter. Ah, wir kurz nachlegen. Gott sei Dank hat der Discord-Server da von Rayworth auch nicht mehr da geholfen mit einem Tipp. Also ich habe mich innerlich schon ein bisschen darauf eingestellt, na okay, kann alles nochmal neu bauen. Gut, das passt. Dann dürfte eigentlich. Keine Ahnung, ich muss gerade nochmal rausfahren. Dann dürfte eigentlich nur noch da hinten die Bremse angelegt sein. Hier checken. Und zur Sicherheit. Nö. Nö. Gut. Und hier.
Okay, dann bringen wir das mal runter. Oh, da fängt schon wieder zum Lecken an. Ich mach doch gar nichts. Das Spiel, ey. Ich überlege gerade, aber hoffentlich geht er das vom Platz aus. Das wird sich, glaube ich, nicht ausgehen. Müssen wir mal experimentieren, ansonsten muss ich schon nochmal on the fly umbauen. Aber ich würde mal raten, das Ausweichgleis ist viel zu klein. Und alles kommt mit. Sehr gut. Und da gehen die Frames nach unten. Oh, das kann es doch jetzt nicht sein. Bis zu 15 FPS hier runter. Das wird nicht besser in dem Spiel. Hängt er wirklich so bei 15, 17, 18 FPS. Ich hab's ja schon mal gesagt in einem Stream, ich muss mir echt überlegen, ob ich das erstmal noch weiter stream, das Spiel. Mit den FPS-Problemen, bevor da nicht irgendwie ein Performance-Patch rausgekommen ist. Es geht ja gar nicht. Also so weit unten war er schon lange nicht mehr. Hi, Rui! Das ist irgendwas mit der Wagenphysik, was ihn da irgendwie ärgert. Ich meine, es ist auch nichts ausgelastet. CPU, GPU, alles super. Aber sobald du da irgendwie einen langen Zug hast, dann geht die Leistung aber voll nach unten. Das ist echt nicht schön. Ich meine echt, dass sie da mit einer Prio dran sind. Bei dem Issue. Und Rui, alles klar bei dir soweit? Gehen wir runter auf 10 FPS. Das ist gerade echt schlimm. Das ist ziemlich uncool. Zu viele Bäume im Spiel. Ja, sind schon einige. Aber ich glaube, die Bäume sind jetzt nicht so das FPS-Problem. Das ist irgendwas mit der Physik, die er da mit den ganzen Wagen durchgehend berechnet. Stand auch in Discord, dass es schlimmer wird, je mehr Wagen aneinander gekuppelt sind. Und ja, soweit alles tutti. So kann ich doch nicht streamen, ey. 12, 13 FPS. Du mit 4-5 Wagen rumfahren, damit dann das Spiel flüssig läuft, das kann ich auch nicht machen. Das ist doch doof. Ich frag mich, ob das dann einen Unterschied macht, eben wenn dann die Sachen leer sind. Aber ich glaube es eher nicht. Aber es ist schon spielbar. Je mehr man in den Spielen macht, umso schlimmer wird es mit der Performance. Geh mal neu starten. Wieso? Hat die Strecke nicht gepasst?
Ich muss schon sagen, Bergsteige vorne spannender als mit das hier. Vor allem, überlegt euch mal, ich spiele jetzt ja hier allein und es hat auch 5, 6 andere mitfahren. Das ist aber nicht mehr spielbar. Dann die Wagen sind am ersten dreimal einfach verschwunden. Ja, da gibt es mittlerweile ein Tool. Also mehrere Tools, da kannst du die Wagen wie respawnen lassen, jetzt wenn ich vor allem unter die Erde fall. Das ist noch ganz handy. Also wenn es jetzt nach dem Entladen besser wird, dann glaube ich, lass es gerade schon wieder für heute. Das kann ich euch nicht antun. Den ganzen Laggen hier. Vielleicht sind wir jetzt wirklich an der Grenze, weil ich sage, ab da kann ich jetzt nicht mehr streamen, solange kein Performance-Patch kommt. Das ist grauenhaft. Das tut auch mir weh zum Zugucken. So, letzte Kurve. Dann wird entladen. Ja, das Ausweichgleis, das ist zu klein. Ich glaube, ich werde davon die Strecke verlängern, damit wir einfach durchziehen können. Okay. Ob wir hier die ganze Breite ausnutzen können. Sprich drei Wagen. Es geht wieder die FPS nach oben, wenn man nicht fährt. Ah, Mann, ey. Ach, da hinten werde ich einfach so gelagert, okay. Möchtest du entladen, bitte? Ich hätte mindestens noch zweimal da hochgestapelt. Weil drei ist ein bisschen wenig, finde ich. Okay, machen wir mal den Rest hier. Ja, jetzt ist wieder auf 30 FPS. Wenn ich jetzt wieder losfahre, dann geht es gerade wieder nach unten, würde ich mal sagen. Ja, da sind wir schon wieder bei 15 unten. Echt traurig. Oh, der hat nicht entladen. Machen wir nochmal. Gut, dann haben wir hier noch. Ja, hier noch die. Ja, ich muss das Gleis doch verlängern. Bis ich da die Schleife gemacht habe. Ich weiß nicht, wie ist das mit anderen Streamern, die so ähnlich weit sind? Wie ist da mit der Performance? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da viel besser ist.
Ich meine, klar, bei mir kommt es noch mit dazu, dass ich es in 4K aufnehme und in Full HD umkonvertiere und stream. Aber trotzdem. Aber das könnte zu weit sein hier. Wir haben jetzt 24. Schauen wir mal, ob er das hier noch nimmt. Ja, Glück gehabt. Einer noch. Und dann kommt die Kohle dran. Okay. Das sollte reichen. So, und was wir jetzt machen werden, ist, soll ich abkuppeln und die da reinbringen? Nee, mache ich nicht. Werden wir mal das Gleis davon verlängern. Erstmal. Das heißt, der Kollege da muss erstmal weg. Einmal, zweimal. Und dann machen wir mit dem hier weiter. Also keine Sorge. Das baue ich noch in anständig um. Das lässt man nur für jetzt abholzen. Sogar hier leckt er. Das hat vorher eigentlich einwandfrei funktioniert. Ja, ich glaube, das ist der letzte Stream mit Rayvolts Online, bis die Performance besser wird. Okay, das sollte mehr als genügen. Ja, eventuell fahren wir dann hier so raus, machen dann eine Schleife. Hier könnte man noch mit einem Kopfgleis das Ganze verbinden, später dann, für die andere Seite. So, Kohle. Ich glaube, wir müssen eh nochmal nachlegen. Und los geht's. Man sieht es jetzt gerade ein bisschen schlecht, wenn die so weit hinten sind. Probier's mal so. Habe ich jetzt gar nicht mal so schlecht getroffen. Seht ihr das? Ja. Als Würfel, oh Mann. Na, ich glaube für die. Wobei, ich probier's mal. Hat er noch genommen? Okay. Dann die letzten noch und dann wird es hier so hoch. Wie das Eisen. Den können wir auch schon mal wegnehmen.
Gut. Ich brauche einen Lotsen. Okay, schauen wir mal, ob das jetzt schon so passt. Ich habe dann auf der Seite wieder Markierungen machen, wie weit ich fahren muss. Ich glaube, das war zu weit. Ja. Der, glaube ich, ist noch beladen hier. Ja. Also noch eine Wagenlinie dann zurück. Jetzt könnte man mal auf der anderen Seite schauen, ob da schon was produziert wird. Müsste ja eigentlich. Jo. Da kriegen wir das Werkzeug. Und hier diese Stahlrohre. Ich glaube, die müssen zur Raffinerie, die hier. Werkzeug weiß ich noch nicht. Okay. Aber wenigstens kann ich mal das Roheisen hier mal entladen, damit ich wieder die Schienen kriege. Die Kohle dann später. Also, Wagenlänge wieder retour. Na komm schon. Habe ich vielleicht irgendwo noch die Handbremse angezogen? So, das sollte eigentlich schon reichen, dass wir den entladen können. Sehr gut. Okay, dann bringen wir mal das Ganze wieder retour zum Sägewerk. Und dann muss ich mal schauen, da müssen wir die Lok umsetzen, bzw. wenden. Die Climax fahren irgendwie ran. Damit wir das dann zur Kohle mit wieder raufbringen können. Jetzt bin ich mal gespannt, was die FPS machen. Wenn wir hier. Also warte mal, zuerst mal Holz. Wenn wir hier ohne Beladung jetzt fahren. Machen wir gerade zweimal. Also Hinfahrt war so 15 FPS. Schauen wir mal, was jetzt ist. Jetzt sind wir noch bei 30. Dann fahren wir mal. Sand. Das ist doch teils auch mit der Beladung. Das ist ja so zwischen 28 und 30 FPS. Ja, ab und zu bei der 20. Okay, dann macht die Ladung nur irgendwas mit der Physikberechnung. Sehr interessant. Ich glaube, das könnte man, wenn jetzt mal das Gleisdreieck nutzen, um das Ganze hier zu drehen.
Und dann müssen wir den Verband ein bisschen auseinanderziehen, damit wir die Climax da irgendwie in die Mitte reinkriegen. Damit ich den schön in der Mitte aufteilen kann, den Verband. Ah, jetzt geht's schon wieder runter. 17 und 15 FPS. Zu früh gefreut. Fahren jetzt auch nicht so wirklich richtig, ne? Ich sollte, glaube ich, andere Sachen machen. Ja, ne. So traurig wie es ist, liebe Leute, das wird der letzte Stream sein mit Rainbow Six Online, weil dann erstmal andere Spiele streamen. Ich werde mal schauen, ob ich es so für mich noch aufnehmen kann, aber ansonsten gibt es erstmal einen Drehstopp mit Rainbow Six Online, solange das hier mit der Performance nicht besser wird. Das ist einfach unschön. Tut mir echt leid. Ich will echt weiter streamen, aber so ist einfach doof. Ab und zu den Microsoft Flight Simulator und vor allem mit der Douglas DC-6. Da könnte ich mal ein Livery machen für Railroads Online. Es ist zwar mega pain in the ass, ein Livery für ein Flugzeug zu erstellen. Ja, das könnte man machen. Was ich sonst zocke, ja eben. Den Microsoft Flight Simulator spiele ich immer wieder. Dann Train Sim World 2 und TS 2022, Transport FIFA spiele ich noch. Ja, also mehr so Simulationsspiele grundsätzlich. Ich glaube aber Transport FIFA fange ich demnächst auch mal wieder an. Da kann ich mir den Schimbau wieder ausleben. Ja, und wenn es dann mal irgendwann besser ist, wieder Railroads Online. Das ist eigentlich so mein Favorit momentan. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich nicht zu weit fahre, damit ich die Weichen richtig legen kann. Wobei, ich mache jetzt mal was Gefährliches. Mal wieder. Ich lasse die Lok selber fahren und werde nach vorne laufen. Nehmen wir mal 10%. Das reicht. Ich hoffe, ihr kommt mit 10% da den kleinen Hügel rauf. Ansonsten, Rui, was spielst du so oder was würdest du gern sehen, dass ich spiele? Ich glaube, sie schafft es. Ein bisschen mitfahren und davon die Weiche umlegen. Gut, laufen wir mal vor. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Der kommt, der wird dann hier gleich schneller werden. Also wenn wir mal nach vorne laufen.
Weil die Weiche da hinten ist auch falsch. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, Raft. Das ist auch ziemlich cool. Hab's mal angezockt, aber es hat mir noch nicht so gerissen, dass ich dachte, okay, ich spiel's selber. Da bin ich jemand, der schaut sich lieber Let's Plays an. So, theoretisch sollte jetzt unser Zug da kommen, wenn er nicht stehen geblieben ist. Ich glaube, der ist stehen geblieben. Da war es doch zu wenig Schmalz. Da steht er. Na gut. Die 22. LS. Mhm. Du meinst den Landwirtschaftssimulator, der jetzt rauskommt? Ich weiß nicht, ob ich das streamen werde. Der fährt rückwärts. Muss ich da los? Ach komm jetzt. Alles muss man selber machen. Ah. Also, Dampf ist ja garantiert nicht ausgegangen. Ich habe ja nachgelegt. Ah, sie versucht doch darauf anzukommen. Okay. Ups, und rein. Okay, war ein bisschen zu schwer. So, diesmal mit ein bisschen mehr Schmackes. Ja, fahren wir da rauf. Doch. Mit Gewalt geht alles. Sollte vielleicht nicht allzu schnell fahren. Sonst darf ich wieder aufholen. Wunderbar. Da zahlt sich es aus, dass ich hier das sauber neu gebaut habe. Kann man entsprechend schneller fahren. So. Gut, dann haben wir das. Dann steht der ganze Verband gleich mal richtig. Und los geht's.
bevor wir mal wieder auf die Weiche aufpassen. Die ist natürlich auch falsch. Ich werde gefühlig los, dass da irgendwo noch eine Bremse angezogen ist. So, die erste, ich glaube, das ist die hier. Und das ist richtig. Perfekt. Dann können wir da gerade reinziehen. So, los geht's. Okay, dann fahren wir bis zu der Weiche und dann werde ich die dann noch umparken und die bzw. mit dem ersten Teil vorziehen, dann kommt die Climax da dazwischen rein, hier so, damit ich den später teilen kann, den ganzen Zug. Okay. Dann wenn wir hier mal die Handbremsen anziehen, dass der dann für Safe Game Laden vorbereitet ist, die ganzen Kupplungen hier zusammen sind, machen wir das hinten noch, drücken kurz zusammen und dann bleibt der erstmal hier stehen, vorerst. Also, einmal anziehen und hier. Die Lok war echt ein Fehlkauf, du bist viel zu langsam. Ziehen wir jetzt erst noch ein Stück nach vorne und dann nach hinten. Wie war die Antwort? Zum LS22, also Landwirtschaftssimulator. Den werde ich vermutlich nicht streamen. Aber auch nicht die Hardware für den, wobei doch, habe ich schon. Also ich meine jetzt wegen Lenkrad und so. Muss ich mir überlegen. Steht nicht ganz oben auf meiner Liste. Wollen wir mal kurz zusammendrücken. Okay, mal die Kupplung überprüfen. So muss das sein. Perfekt. Schön zusammen. Hier ebenfalls. Sehr gut. Sehr gut. Ja, liebe Leute, das waren jetzt 42, 43, also mit dem Stream sind wir irgendwo bei Episode 46, glaube ich, dann haben wir viel Spaß gehabt, aber leider ist es halt nicht so spielbar, wenn es auf 15 FPS so runtergeht, also vor allem für den Stream, und das würde ich schon gern streamen und mit euch zusammen das machen oder zusammen spielen, aber das sehe ich halt so nicht, wenn es so runtergeht. Ich meine, jetzt beispielsweise geht es wieder halbwegs mit der FPS, aber wenn ich damit zum Zug unterwegs bin, dass es dann auf 15 und weniger runtergeht, das ist einfach scheiße. Daher erstmal kein Stream mehr mit Railroads Online, erstmal andere Spiele. Und sobald hier Performance-Patch da ist, und das sollte vermutlich der nächste auch sein, spielen wir das wieder, nachdem ich es erstmal getestet habe, ob es dann besser ist. Schade. Eventuell, ich werde es mal probieren, ob ich für mich was aufnehmen kann, ob es dann genauso unterirdisch ist, aber ich gehe mal davon aus,
gibt es sonst da noch was, aber nur erstmal auf andere Spiele ausweichen. Ist schade. Wirklich schade. Aber gut, ist Early Access. Ja. Profi versteht es. Also, damit wünsche ich euch mal eine gute Nacht. Und ich werde vermutlich morgen wieder streamen, aber ein anderes Spiel. Also eventuell eine Flight Simulator, mal gucken. Und ja. Gebt euch ab jetzt, wenn es was Neues gibt. Bis dahin. Gute Nacht und viel Spaß. Gibt es jetzt von Musik.